immer, dass jeder das macht, wo passt, wo geht. Also ich versuche immer Alternativen zu geben bei den Übungen. Ich nehme entweder einen Yoga-Klotz oder ein Buch in der Nähe. Und wenn nicht, dann könnt ihr die Übungen also auch anpassen, dass es für alle möglich wird. Und vielleicht habt ihr auch schon gesehen, dass wir Filme jetzt neu auf YouTube haben. Also ihr könnt die Lektionen so viel mal wiederholen, wie ihr wollt, weil die Wiederholung ist ja das, was es braucht, damit man am Schluss auch ein bisschen den Erfolg und den Fortschritt merkt. Gut, dann wünsche ich euch ganz viel Spass. Steht hüftgelenksbreit her. Mit einer langen Wirbelsäule wachsen schön zur Decke auf. Und dann fangt ihr einfach an, mit einem Armbogen einatmen. Armkreis ausatmen. Einatmen, Armbogen hoch über den Kopf. Ausatmen, Armkreis tief. Nächstes Mal bleiben wir hoch und machen einen schwungvollen Armkreis tief. Und wieder hoch. Mit den Beinen könnt ihr möglichst elastisch und weich mitfedern. Einatmen hoch, ausatmen, federn. Dann könnt ihr vielleicht mal darauf achten, dass ihr die Arme, wenn ihr es vorne kreuzt, immer wechselt. Dass einmal der rechte Arm vorne ist und einmal der linke Arm. Einatmen hoch und tief. Noch einmal. Bleibt da. Geht in eine Seitneigung auf eure linke Seite. Dehnt die rechte Seite schön ausdehnen. Einschnaufen, ausatmen, zurück in die Mitte, Rippenbogen wieder schließen. Einatmen, Seitneigung auf rechts, linke Seite ausdehnen, die Rippen fächern schön auf. Und wieder zurück in die Mitte, Rippenbogen schließen. Genau. Versuchen, dieser Flanke Länge und Volumen zu geben. Ausdehnen. Und wieder zurück. Noch einmal. Schön mit der Atmung arbeiten, das unterstützt die Bewegung. Und wieder zurück. Dürft den Arm absenken. Und dann geht ihr ans linke Ende von eurer Matte. Dürft da die Füße nochmal gut im Boden verankern. Kronenpunkt vom Kopf zieht zur Decke in die Länge. Der Schultergürtel ist breit. Ganz entspannt. In die Länge schnaufen beim Einatmen und beim Ausatmen schön zentrieren. Die Bauchdecke in der tiefen Fläche hineinziehen. Gut, versucht die Länge und die Spannung in der Tiefe schön zu behalten. Bei der Einatmung wachsen wir nochmal. Und bei der Ausatmung rollt ihr langsam ab. Ihr fangt an mit der Nickbewegung vom Kopf. Nehmt dann Wirbel um Wirbel. Die Arme und die Schultern sind ganz entspannt. Das Becken, so lang wie es geht, senkrecht. Wenn es nicht mehr anders geht, kippt das Becken mit. Und ihr rollt so im tiefsten Punkt. Und jetzt lasst ihr den Kopf ganz bewusst hängen und rotiert mit dem Kopf nach links und nach rechts. Dass ihr in dieser entspannten Position die Nackenmuskulatur mobilisiert und aktiviert. Und wenn eure Augen mit der Nackenmuskulatur gekoppelt sind, haltet ihr auch einen weichen und offenen Blick. Noch einmal. Dann gehen wir zurück in die Mitte. Ausatmen, Bauchdecke kraftvoll reinziehen. So mit der Kraft langsam aufrollen. Mit der Idee, als erstes Becken senkrecht zu stellen. Und erst dann Wirbel um Wirbel aufeinander aufsetzen. Die Schulterblätter gleiten am Schluss weich hinten runter und ihr wachset wieder. Gut.
geht ihr in eine kleine Kniebeugung. Faltet den Oberkörper vorne runter. Und dann die Beine zu eurem Maximum strecken. Denkt euer Sitzbeinhocker, das sind die Knochen da hinten am Gesäß, die sollten möglichst weit zur Decke aufzünden. Wie so Skiwerfer, die möglichst weit aufzünden. Und der Oberkörper ist schön vorne runtergefaltet. Dann könnt ihr mit den Händen 3 Schritte vorne laufen in ein umgekehrtes V. Wenn das zu viel ist, jederzeit könnt ihr auf die Knie wechseln. Machen, was für euch stimmt. Den Rücken richtig strecken. Skiwerfer an den Sitzbeinhocker zündet möglichst zur Decke auf. Und daraus raus öffnet ihr eure Ellbogen seitlich öffnen und wieder strecken. Wie so eine Liegestütz aus dieser ungewohnten Position raus. Aber es hat den Vorteil, dass der Nacken entlastet ist und wir gute Organisation haben im Schultergürtel, die Schulterblätter schön stabilisiert sind. Genau, es darf richtig kraftvoll sein. Darm seitlich öffnen, Sitz bei Hocken zur Decke, Rücken strecken. Noch einmal. Darm beugen. Und strecken. Gut. Machen wir eine grosse Welle. Dann bei der Ausatmung den Bauch aushöhlen, das Becken einrollen, dass der untere Rücken so rund wird wie möglich. Und rollen so möglichst rund führen. Machen eine grosse Welle durch die Wirbelsäule durch, dass ihr in eine Stützposition führen könnt, wo ihr die Wirbelsäule wieder streckt und verlängert. Bauchspannung ganz gut heben. Wenn ihr langsam tief geht, jederzeit Knie am Boden, wenn es zu viel ist, immer noch. Und dann könnt ihr langsam absenken in eine Bauchlage. Nehmt dann die Arme hoch über den Kopf in ein V. Die Schultern bleiben tief weg von den Ohren. Geht in die Tiefe vom Bauch. Gute Spannung, zieht die Bauchdecke flächig rein. Dann lupft das Brustbein ein bisschen ab, den Kopf geht mit. Daraus raus schiebt ihr euren rechten Arm zur Decke rauf und senkt ihn wieder ab. Gut, den linken Arm höher schieben zur Decke und wieder ab. Oberkörper immer auf gleicher Höhe, Brustbein ein bisschen abgehoben. Und wenn ihr mehr wollt, dann legt ihr nicht mehr zurück am Boden. Ein Arm nach dem anderen zur Decke schieben. Der Daumen der zeigt zur Decke rauf. Die Schultern bleiben tief. Schön im Wechsel. Die Wirbelsäule zieht einen langen Bogen. Jede Seite noch einmal. Den Arm absetzen. Wieder die linke Hand unter die Stirn. Mit der rechten Hand den rechten Fuß fassen. Wenn das nicht möglich ist in der Bauchlage, dann dürft ihr auch auf die Seite drehen. Oder ihr dürft auch euer Tuch nehmen, um hier schnell ein bisschen verlängern, das Tuch um den Fuß herum. Gut, ihr geht in der Tiefe vom Bauch nochmal schöne Spannung. Dann dürft ihr das Brustbein nochmal ein bisschen ablupfen, der Kopf geht mit, wenn das möglich ist. Jeder macht jetzt das, was möglich ist, passt es sonst an. Für die, was möglich ist, könnt ihr auch den Oberschenkel noch ablupfen vom Boden. Einfach so, dass eure Vorderseite richtig schön geöffnet ist. Und in eurer Position, wo ihr seid, drückt ihr jetzt den Fuß in die Hand.
Wie wenn ihr das Bein ausstrecken und eure Hand eben dagegen. Kraftvoll. Hüftbeuger vorne wird richtig schön geöffnet. Dann die Spannung ein bisschen lösen. Nochmal nachfassen. Und dann nochmal aufspannen. Vorderseite wird geöffnet, über die ganze Linie hinein. Den Fuß nochmal in die Hand hineindrücken. Aufspannung gut heben. 1-2 Atemzüge. Und dann langsam absenken. Das Bein ausstrecken. Dann schnell nachspüren, rechts, links. Vielleicht ist eine Seite etwas länger geworden oder etwas flächer. Stoßen wir euch da draus raus höher. In den Vierfüßler. Nehmt die Hände rechtwinklig unter die Schultern. Ihr habt einen breiten Schultergürtel und ihr gebt gute Bauchspannung. Wir haben rechts den Hüftbeuger geöffnet. Darum strecken wir jetzt das rechte Bein ausstrecken. Dann das Gesäß und den Oberkörper ein bisschen zurück verschieben, dass das Gesäß hinter das Knie kommt. Ihr habt durch das mehr Spannung im Oberschenkel und mehr Spannung im Rücken. Dafür werden eure Handgelenke ein bisschen entlastet. Dort haben wir nicht mehr so viel Gewicht drauf. Behaltet die Wirbelsäule lang. Wenn ihr euer rechtes Bein dann ablupft, zur Decke aufschiebt, den Bauch hebt gut dagegen. Das Bein wieder absenken. Euer linker Fuß, den könnt ihr mit dem Rist gleichzeitig ein bisschen im Boden drücken. Dann habt ihr mehr Bauchspannung. Und wenn ihr den Druck vor allem mit der Seite vom grossen Zehen gebt, das grosse Zehengelenk, das im Boden drückt, dann weicht ihr da auch weniger aus. Also versucht, grosse Zehengelenk im Boden zu drücken, während ihr das rechte Bein zur Decke aufschiebt und wieder absenkt. Und wenn man all das so richtig schön umsetzt, dann darf es auch ein bisschen streng werden. Noch einmal. Das Bein hochschieben. Und absenken. Schieben wieder nach vorne. Dann das linke Bein eindrehen. Das rechte Knie einhaken, dass die Knie möglichst zusammen sind. Und dann schiebt ihr die Füße so weit wie möglich auseinander. Jetzt versucht jeder vorsichtig langsam in die Position hineinzukommen, in den Kreuzsitz. Wenn es nicht geht, passt ihr es an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also ihr könnt versuchen, da hinten zwischen die Füße zu sitzen. Wenn es nötig ist, dann nehmt ihr einfach einen Yoga-Klotz. Oder ein dickes Buch, oder zwei oder drei, also ihr könnt da ganze Big machen. Und ihr könnt drauf sitzen. Wenn es möglich ist, könnt ihr am Boden sitzen. Wenn es nicht geht, könnt ihr auch euer linkes Bein einfach aufstellen. Oder in einen Schneidersitz wechseln. Dass jeder die Variante nimmt, die geht. Und wir nehmen uns in dieser Position richtig schön ein bisschen Zeit. Den Rücken möglichst strecken. Sitz bei Hocker, die Knöchel da unten am Gesäß, versuchen das auch hinten rauszuschieben. Ihr dürft da auch an dem Bein ein bisschen ziehen. Das unterstützt euch in dieser Position. Ihr wollt hier die Strukturen, Gesäßmuskulatur, Außenrotatoren lösen. Und die Strukturen, die brauchen auch ein bisschen Zeit zum Lösen. Dafür können wir richtig schön in die Tiefe rein. Ihr könnt einfach da bleiben. Oder ihr dürft noch in eine Rotation kommen.
Hand ein bisschen gegen das Bein drücken und mit dem Druck ein bisschen in eine Rotation stoßen und wieder zurückkommen. Wenn ihr in die Rotation stoßt, dann mit dem Scheitel noch ein bisschen mehr zur Decke aufwachsen und dann wieder ein bisschen zurückfedern. In die Rotation stoßen und zurückfedern. Und immer noch. Das macht jeder da, so möglich ist. Ihr dürft bei der ersten Variante bleiben. Versucht, eure Rücken einfach zu strecken. Für die, die gerne noch einen Schritt weiter wollen, wir bleiben extra ein bisschen lang in dieser Position. Ihr dürft auch die Hände hier am Boden tun. Ihr dürft auch hier auf die Ellbogen runterkommen. Versucht immer noch das Sitzbein hocken, ein bisschen hinten raus zu schieben. Und dann spürt ihr vielleicht, wie es im Gesäß also richtig schön tief hineinzieht an Stellen, wo man nicht immer dran herkommt. Gebt euch da eins, zwei tiefe Atemzüge. Und kommt dann langsam. Schiebt euch wieder vorne, um den Knopf auflösen und rollt hoch in den Kniestand. Dreht euch ab nach vorne, das linke Bein seitlich ausstrecken. Wenn ihr den Yoga-Klotz wendet, dann legt ihr ihn schon mal auf der rechten Seite parat. Lange Wirbelsäule, eure rechte Hüfte ist schön offen. Ihr verschiebt auf rechts. Ihr geht in den Stern und stützt euch mit der rechten Hand auf dem Yoga-Klotz oder auf dem Boden ab. Und da dürft ihr eine Zeit höher aufbauen. Das Ziel wäre, die rechte Hüfte so offen wie möglich. Schultern schön weg von den Ohren. Dünnt ihr einatmen, zur Decke her öffnen. Und ausatmen, mit eurem linken Arm einen grossen Halbkreis ziehen. Zu der rechten Hand oben. Euer Brustbein rotiert zu der Matte. Das Becken bleibt. Und ihr kommt wieder zurück. Wieder öffnen. Und dann aus der linken Hand raus ziehen dann einen grossen Halbkreis. Brustkorb rotiert zu der Matte und das Becken dreht wie so in die Gegenrichtung. Ihr könnt denken, die Wirbelsäule ist wie ein Schwamm, den ihr hier ausdrücken wollt. Die Strukturen werden dehydriert. Und sie werden wieder genährt. Noch einmal. Schön aus der Hand raus initialisieren. Grossen Halbkreis ziehen. Gut. Von da aus dürft ihr in eine Seitenlage wechseln. Bein in die Verlängerung vom Oberkörper und auch den Arm könnt ihr in die Verlängerung vom Oberkörper ausstrecken. Also je schmäler eure Auflagefläche ist, je schwieriger wird es. Wenn es euch zu schwierig ist, dann beschissen ihr ein bisschen, dass ihr zum Beispiel den Arm anwinkelt oder das Bein anwinkelt. Beschissen erlaubt. Aber wenn ihr mögt, fordert ihr euch raus und tünt euch ganz schmal machen, den Arm auf die Linie nehmen. Versucht ihr das Oberbein ein bisschen länger zu machen als das untere. Schiebt den Fuß weg. Durch das wird das Becken schön aufgerichtet. Gebt gute Spannung in der Tiefe vom Bauch. Und dann könnt ihr versuchen, beide Beine ablupfen vom Boden. Wenn es euch zu streng ist, nehmt ihr nur das obere Bein. Wenn es möglich ist, Arm zur Decke. Wenn es zu fest wackelt, dann stützt ihr vorne ein bisschen ab. Aber vielleicht nur mit einem Finger.
Weil das Ziel wäre, dass wir möglichst aus der Mitte stabilisieren. Ziehen die Bauchdecke rein und schieben dann die Beine Richtung Decke auf. Die Schultern, die bleiben ganz weich. Also wenn ihr aus dem Bauch raus schöner stabilisiert, dann könnt ihr die Schultern auch besser lösen. Vielleicht noch zweimal, aber langsam und präzise. Die Beine aufschieben, das Becken stabil behalten. Der letzte. Dreht euch von da aus auf den Rücken. Wir rollen nachher aufrollen und ihr habt wieder zwei Möglichkeiten. Wenn ihr mehr mögt, dürft ihr eure Beine ausstrecken. Wenn es euch etwas streng ist, dann dürft ihr ein Bein fassen, um mit dem Bein etwas mithelfen. Einatmen, nehmt den Arm hoch. Ausatmen, macht ihr mit diesen Armen einen grossen Halbkreis. Zuerst Richtung Decke rauf, dass die Schulterblätter wegkommen vom Boden. Und dann zieht ihr den Halbkreis weiter, rollt Wirbel um Wirbel hoch. Ohne Schwung, mit Kraft. Und dann dürft ihr einatmen, wachsen. Ausatmen, wieder hinter die Sitzbeinhocker, hinterher rollen. Und langsam hinten abrollen. Versuchen Wirbel und Wirbel abzulegen. Und wieder tief einatmen. Wenn ihr das Bein zur Hilfe nehmt, dann könnt ihr auch das Bein ein bisschen in die Hände hineinstoßen. Das hilft euch, dann wird es einfacher. Ihr könnt da ein Druck geben in die Hände und die Unterstützung nutzen. Wenn es jetzt aber gar nicht geht, um da wieder raufzurollen, kein Problem. Rollen dann einfach nicht mehr ganz tief. Also einatmen, wachsen. Und dann einfach nur so weit runterrollen, wie ihr ohne Schwung wieder raufkommt. Kraft aus dem Zentrum könnt nehmen. Also, nehmt eure Variante, was für euch stimmt. Versucht die Schultern zu lösen, so gut wie es möglich ist. Kraft aus der Mitte. Und möglichst jeden Wirbel einzeln. Jeden Wirbel einzeln ablegen. Einatmen. Und auch wieder jeden Wirbel einzeln hochnehmen. Jeden, der so möglich ist. Es ist nicht nur die Frage der Kraft, sondern es ist auch die Frage der Beweglichkeit. Also wenn ihr Mühe habt, den Rücken so ein bisschen segmental zu bewegen, dann wenn ihr Mühe habt, um den rund zu machen, zum Einrollen, dann ist das auch fast nicht möglich. Dann macht ihr das auch einen kleineren Weg. Oder es ist auch noch eine Frage der Differenzierung, dass der Hüftbeuger loslassen kann, obwohl wir im Bauch einen Haufen Kraft brauchen. Kraft aus der Mitte, runden Rücken. Wachsen. Geht das letzte Mal. Ihr könnt immer euer Tempo nehmen. Die Schultern weich. Kraft aus der Mitte raus. Jeder Wirbel einzeln ablegen. Und über jeden Wirbel einzeln öffnen. Den Rippenbogen so schön in die Bauchdecke hineinschieben. Rund machen. Und wachsen. Füße aufstellen. Schiebt euch vorne in ein Päckchen. Streckt eure Beine strecken. Oberkörper ist schön vorne abgefaltet. Sitzbeinhocker, die zünden jetzt wieder möglichst zur Decke auf. Jetzt zünden bei der Ausatmung Bauchdecke kraftvoll reinziehen.
dass der Rücken schön aufgespannt wird, das Kreuzbein zieht ein bisschen zum Boden runter. Die Spannung wieder lösen. Vorne runterfalten, das Sitzbein hocken wieder zur Decke aufzünden. Wieder die Bauchdecke reinziehen. Der Rücken wird aufgespannt zu einer grossen Zehkurve. Kreuzbein zieht zum Boden runter. Daraus könnt ihr versuchen, elastisch zu werden. Es ist gleich, wenn die Hände nicht zum Boden runterkommen, dass ihr das Gleiche auch in der Luft machen könnt. Wichtig wäre, dass eure Beine gestreckt bleiben, sonst verliert ihr die Elastizität. Beim Hochbouncen Spannung im Bauch, beim Tiefbouncen lösen. Und ihr könnt ganz klein bleiben. Und am Schluss über die Beine auflaufen mit den Händen. Oder grösser werden. Dass am Schluss alle können aufrichten können, so wie es stimmt. Gut, andere Seite. Hoffe, ist alles gut bei euch daheim. Komisch da rein, wenn es so leer ist. Stehen wieder hüftgelenksbreit her. Wachsen mit dem Scheitel zur Decke. Breite Schultergürtel, wo entspannt zum Boden absinkt. Bauchspannung noch mal gut aktivieren. Und dann langsam umrollen. Initialisiert durch die Nickbewegung vom Kopf. Rollen dann langsam Wirbel um Wirbel tief. Zieht den Bauch rein, dass das Becken so lang wie es geht senkrecht bleibt. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann kann das Becken mitkippen. Ihr lernt die Schwerkraft wirken. Die Arme und die Schultern sind ganz entspannt. Und jetzt wieder schön die Nackenmuskulatur lösen. Also lasst den Kopf entspannt hängen. Dreht euren Kopf. Und nach links in dieser entspannten Position. Nacken ist entlastet. Und wir tun die Nackenmuskulatur daraus raus mobilisieren und aktivieren. Augen sind wieder weich und offen. Und unsere Augen sind mit der Nackenmuskulatur verbunden. Noch einmal. Entspannt. Bleib wieder in der Mitte. Ausatmen. Bauchdecke wieder kraftvoll reinziehen. Und mit dieser Kraft wieder aufrollen. Lasst den Kopf nochmal entspannt hängen. Becken möglichst senkrecht stellen. Und dann Schulterblätter wieder hinten runtergleiten. Wachsen. Nach vorne falten, kleine Kniebeugung. Oberkörper ganz vorne runterfalten, sodass die Hände am Boden mögen. Und dann die Beine zu eurem Maximum strecken. Es ist jetzt gleich, wenn sie nicht ganz gestreckt sind. Nur so weit, wie es möglich ist. Dass ihr mit den Händen führen laufen könnt in ein umgekehrtes V. Knie jederzeit am Boden tun, in einem Vierfüßler, wenn es zu viel wird. Im umgekehrten Fall den Rücken möglichst strecken. Sitzbein hocken, zünden zur Decke auf. Und nochmal unsere schöne Liegestütze. Den Bogen seitlich öffnen und wieder strecken. Die Schulterblätter sind super schön stabilisiert. Nacken entspannt. Und der Rücken lang. Die Rückenmuskulatur wird aktiviert. Geht dann noch zweimal. Langsam, kontrolliert, kraftvoll. Genießt den letzten.
wieder gestreckt haben, kommen wir zu der grossen Welle. Bei der Ausatmung Bauch aushören, das Becken einrollen. Mit dem Ziel, den unteren Rücken so rund machen wie möglich. Und dann rollen wir rund durch die Wirbelsäule durch. Geben viel Kraft im Bauch. Rollen die Füße in ein Brett. Da vorne segmental die Wirbelsäule wieder strecken, verlängern, rauswachsen. Wenn es zu viel ist, Knie am Boden. Langsam tief gehen. Langsam und kontrolliert die Arme beugen. Langsam absenken. Dann wieder hoch über den Kopf in ein V. Bauchspannung in der Tiefe aktivieren. Brust, Bein ablupfen, der Kopf geht mit. Jetzt gehen wir über das Kreuz. Nehmt den rechten Arm und das linke Bein hoch. An wieder tief. Und die andere Seite. Hoch. An tief. Ihr dürft die Hände und die Füße immer wieder zurücklegen am Boden. Oder ihr könnt auch in der Luft bleiben. Und über das Kreuz. So ein schönes, langsames, kontrolliertes Swimming. In der Tiefe vom Bauch hebt ihr die Spannung. Euer Becken bleibt ganz stabil. Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. In am Nacken habt ihr keine Falten. Blick ist zu den Matten runter. Genau. Macht dann noch ein paar. Schiebt die Beine richtig gut in die Länge. Schiebt die Beine aus dem Hüftgelenk raus. Noch die letzte. Dann könnt ihr absenken. Rechte Hand unter die Stirne. Mit der linken Hand das linke Bein fassen. Wenn es nicht geht, dürft ihr eine Seitenlage wechseln. Dann geht es vielleicht. Oder ein Tuch nehmen, das ihr ein bisschen verlängern könnt. Gut. Könnt ihr aufspannen. Das heisst, das Brustbein könnt ihr ablupfen. Oberschenkel könnt ihr ablupfen. Und dann richtig gut öffnen vorne. Und wenn ihr jetzt den Fuß kraftvoll in die Hand reinstossen, wie wenn ihr das Bein ausstrecken wollt, dann können wir hier richtig eine schöne Aufspannung über die Vorderseite öffnen. Die Spannung einen Moment lösen, vielleicht noch ein bisschen angreifen und dann nochmal Hüftbügel vorne öffnen, die ganz Vorderseite aufspannen, Fuß in die Hand drücken. Denkt ihr, ihr wollt das Bein ausstrecken. Lösen. Abstützen. Kontrolliert mit Bauchspannung. Hochschieben. In den Vierfüßler. Gut, wir haben links Hüftbeuger geöffnet, wenn wir das linke Bein ausstrecken. Breiter Schultergürtel. Gute Bauchspannung. Dünner ein bisschen hinten verschieben. Das Gesäß hinter das Knie kommt und dann den linken Fuß ablupfen. Rechten Fuß im Boden drücken und zwar vor allem mit dem Gelenk vom grossen Zeh, mit der Seite vom Fuß. Das hilft euch, dass ihr hier stabiler bleibt, nicht seitlich ausweicht. Gut, das ausgestreckte Bein geht tief. Und hoch. Ihr schiebt es zur Decke rauf. Den Bauch hebt schön dagegen, dass der Rücken stabil bleibt. Der Weg geht einfach
So weit, wie eure Hüftöffnung das erlaubt. Vorderseite Oberschenkel merken euch vielleicht ein bisschen. Rückenmuskulatur muss schön arbeiten. Gesäßmuskulatur selbstverständlich. Und der Bauch, der hebt schön dagegen, um den Rücken zu stabilisieren. Noch zwei. Ich vermisse neue Kommentare. Die schönen Kommentare, die immer kommen während der Stunde. Ich werde es nachher lesen. Gut. Okay. Dann das Bein wieder absenken. Das rechte Bein eindrehen. Das linke Knie beim rechten einhaken. Dass die Knie möglichst näher zusammen sind, die Füße so weit wie es geht öffnen. Und jetzt wieder versuchen, langsam hinten runter zu sitzen. Ihr macht wirklich das, was für euch möglich ist. Ihr könnt wieder Yoga-Klötze nehmen, Bücher nehmen. Ihr dürft ganz hoch oben sitzen, kein Problem. Ihr dürft aber auch anpassen. Ihr könnt auch wieder ein Bein aufstellen oder in den Schneidersitz gehen. Aber der Kreuzsitz und dafür ein bisschen auf den Yoga-Klötzen und auf den Büchern sitzen ist mega gut, weil man wirklich super schön in der Tiefe lesen können. Gut, wachsen wir. Schenkel zieht zur Decke rauf. Sitz bei Hocken schieben wir möglichst hinten raus. Und ihr könnt auch den Bein ein bisschen ziehen. Und ihr könnt einfach in dieser Position bleiben und nicht mehr ohne Rotation und alles. Das ist absolut gute Sache. Und die Strukturen, die brauchen ein bisschen Zeit zum Loslassen. Also ihr dürft einfach in dieser Position bleiben und reinschmelzen. Nur wenn es für euch passt, könnt ihr in die Rotation gehen. Linke Hand ein bisschen gegen das Bein drücken. Dass das Brustbein noch etwas weiter hinten dreht. Den Druck ein bisschen lösen, ein bisschen zurückgleiten. Und wenn ihr euch die Rotation schiebt, dann schraubt ihr mit dem Scheitel gleichzeitig noch etwas mehr zur Decke. Und dann ist so ein bisschen der elastische Rückzug. Und aufspannen. Und der Rückzug. Einmal und dann einfach nochmal in eurer Position bleiben. Ihr könnt in der rotierten Position bleiben oder die Hände am Boden tun oder die Ellbogen am Boden. Und ihr könnt auch mit den Händen am Boden so ein bisschen den Zug geben, um euch da noch ein bisschen mehr Rotation zu tun. Oder ihr könnt einfach schmelzen. Sitz bei Hocker hinten raus. Eins, zwei Atemzüge nochmal für euch. Und dann langsam daraus rauskommen. Genau. Wieder vorne schieben. Den Knopf auflösen in den Knie. Und höher rollen. Also ich hoffe, dass wir da wirklich etwas Gutes bewirkt haben, dass das sich etwas gelöst hat bei euch. Und sonst, dass ich regelmässig mache, es hilft mega viel. Das rechte Bein ausstrecken. Wenn ihr wollt, den Yoga-Klotz bereit legen links. Dann verschieben. Geht in einen Stern. Die Hand auf den Klotz oder auf den Boden. Schaut, dass eure linke Hüfte schön offen ist. Schultern weg von den Ohren, einatmen, zur Decke her öffnen, ausatmen mit der rechten Hand. Einen grossen Halbkreis zieht zu der linken Hand ab. Das Brustbein, das rotiert zu der Matte, das Becken bleibt. Und dann wieder hochgehen. Wieder öffnen. Gut, versuchen es möglichst aus der Hand raus zu initialisieren. Je schöner, dass es aus der Hand rauszieht,
je tiefer zieht sie die grosse Rückenfaszie und kann dort mega schön Verklebungen lösen. Schön in die Spirale reinziehen, den Schwamm ausdrücken, dass sich der Schwamm auch wieder vollsaugen kann. Einmal, linke Hüfte ist möglichst offen. Ihr zieht in die Rotation rein. Das Becken bleibt, Brustkorb rotiert. Kommen wir in die Seitenlage, auch noch auf dieser Seite. Beine in die Verlängerung vom Oberkörper, der untere Arm auch in die Verlängerung vom Oberkörper, dass ihr möglichst schmale Auflagefläche habt. Das Oberbein ich versuche länger zu machen als das untere, dass die Beine gleich lang werden. Gute Bauchspannung. Bauchdecke reinziehen, um das zu stabilisieren. Wenn ihr mögt, lupft ihr beide Beine ab vom Boden. Wenn es zu viel ist, dann nehmt ihr einfach das Oberbein. Aber bei beiden Varianten versucht das Oberbein immer etwas länger zu behalten als das untere. Ihr könnt euch abstützen vorne. Oder vielleicht geht es, wenn ihr den Arm zur Decke nehmt. Müsst ihr mega gut stabilisieren aus eurer Mitte, aus der Tiefe. Und sonst abstützen, so viel wie es braucht. Gut. Wenn es zu fest gockelt, das Unterbein ein bisschen anwinkeln, den Arm ein bisschen anwinkeln, könnt ihr das Ganze auch machen und es wird stabiler. Einfach das, was für euch geht, langsam. Und ganz kontrolliert die Spannung aus der Tiefe. Vielleicht noch ein letzter. Gut. Darf ich lösen? Darf ich euch auf den Rücken drehen? Und dann könnt ihr wieder wählen, Bein ausgestreckt halten oder ein Bein fassen zur Unterstützung. Einatmen, nehmt den Arm höher über den Kopf. Ausatmen, macht einen grossen Halbkreis. Schiebt die Arme zur Decke auf, Schulterblätter kommen weg vom Boden und dann rollt ihr weiter. Möglichst jeden Wirbel einzeln wegnehmen von der Matte. Und wenn ihr höher sind, wachsen ihr, streckt ihr euch. Ausatmen, wieder rund. Rollt hinter die Sitzbeine hoch. Und versucht, Wirbel um Wirbel wieder zurückzulegen. Wenn es für euch besser passt, dürft ihr aber auch hier wieder umkehren. Also ihr solltet mögen raufkommen, ohne Schwung, ohne die Schultern zu fest verkrampfen, mit dem runden Rücken. Und wenn das nicht passt, dann macht ihr den Weg kleiner. Vielleicht noch zwei, aber macht es langsam, macht es kontrolliert und immer wieder ganz bewusst die Schultern lösen. Es ist einfach etwas, wenn man nicht immer wieder sich selber daran erinnert, dann ziehen die Schultern immer wieder mit. Und wieder, wenn ihr das Bein zur Unterstützung nehmt, dann könnt ihr das Bein ein bisschen in die Hände reindrücken. Dann wird es einfacher und vielleicht eher möglich. Also rollt nochmal das letzte Mal hoch. Mit der Kraft aus eurer Mitte, schiebt den Rippenbogen in die Bauchdecke rein. Rund und wachsen. Sitzen. Stuhl
Schiebe euch auf die Füße führen. Die Beine ausstrecken. Sitzbein hocken, möglichst zur Decke rauf. Oberkörper vorne abgefaltet. Bei der Ausatmung Bauchspannung aktivieren, Bauchdecke reinziehen. Rücken wird schön aufgespannt. Die Spannung wieder lösen, vorne abfalten. Eure Beine sind ganz gestreckt. Das braucht es für die elastische Aufspannung. Und dann könnt ihr daraus wieder anfangen zu bouncen. Es ist gleich, wenn die Hände nicht am Boden kommen, die Beine sind gestreckt. Nehmt euer Tempo. Ihr könnt klein bleiben oder grösser werden. Am Schluss soll jeder so raufkommen können, wie es heute stimmt. Aufrichten. Gut, ich hoffe, das hat schon mal ganz gut getan, dass ihr euch hier schön durchbewegt fühlt. Macht zum Abschluss noch etwas für die Gleitfähigkeit in euren Schultern. Den Arm ausbreiten. Die Schulterblätter so richtig in die Hosentasche oben schieben. Dann den Arm anwinkeln. Dann eure Ellbogen vorne zusammenführen. Ganz zusammen. Dann eure rechte Ellbogen in die linke. Ihr dürft jetzt so bleiben und einfach die Ellbogen ineinander reindrücken. Oder wenn es geht, könnt ihr das Eis weiter verschrauben, dass wieder die Handflächen zueinander kommen. Wenn das geht, drücken ihr die Handflächen gegeneinander. Wenn das nicht geht, drücken ihr die Ellbogen ineinander. Dass hinten die Schulterblätter so breit gezogen werden und gleichzeitig die Schulterblätter nochmal in die Hosentasche abschieben. Gut, ich hoffe, das geht bei allen. Da nehmen wir es raus. Schieben den Arm etwas weiter rauf. Aber die Schultern bleiben immer noch tief. Schieben den Unterarm etwas weg vom Gesicht. Und dann nehmen wir die Arme wieder tief. Schulterblätter bewusst in die Hosentasche abschieben. Und wieder hoch. Die Hände drücken immer noch gegeneinander oder die Ellbogen. Den Druck behalten wir. Unterarm ein bisschen weg vom Gesicht. Und wieder tief. Schulterblätter in die Hosentasche abschieben. Genau, also es ist nicht nur eine Dehnung, sondern wir tun hier wirklich auch so ein bisschen die Verklebungen zwischen den Strukturen lösen. Gespürt das hoffentlich. Nein, mal richtig schön tief schieben mit dem Druck. Ausbreiten, Ellbogen anwinkeln und zusammenführen. Nehmen wir die andere Seite. Tun den linken Ellbogen im rechten. Können so bleiben oder eins weiter verschrauben. Manchmal geht die eine Seite und manchmal nicht. Macht, was möglich ist. Drücken entweder die Ellbogen ineinander oder die Hände gegeneinander. Schultern nehmen wir schön tief. Und dann wieder die Hände Richtung Decke aufschieben. Unterarm ein bisschen weg vom Gesicht und dann wieder tief. Und das gibt einen richtig schönen Zug da hinten zwischen den Schulterblättern. Die da mega schön Verklebungen lösen. Bringt die Schichten zum Gleiten. Stellt euch das richtig vor, wie die Schichten da aufeinander oben gleiten können. Schluss, die Schultern noch bewusst zu setzen. Den Knopf auflösen. Nachspüren. Jetzt haben wir auf dieser Hinterseite richtig schön gelöst. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir nachher vorne noch gut öffnen. Wir öffnen jetzt einfach den Arm ausbreiten. Die Schulterblätter noch mal schön in die Hosentasche abschieben. Und versuchen, die dort zu behalten.
der Arm ist so ein bisschen ausserrotiert, der Oberarm. Schiebe die Arme ein bisschen hinten, Brust schön öffnen. Und jetzt versucht ihr, den Arm ausserrotiert zu behalten, wenn ihr die Hand hinten dreht. Also es ist nicht der ganze Arm, der dreht. Schultergelenk bleibt schön stabilisiert, die Hand dreht hinten. Gut, das beidseitig. Und dann die Hände hinten unten zusammenführen. Und die Hände tief schieben zum Boden ab. Schlüsselbein vorne, schieben in die Breite raus. Tun da wirklich so gut wie es geht öffnen. Die Hände aktiv tief schieben. Und dann gebt ihr euch da drin ein paar tiefe Atemzüge. Und denkt, ihr wollt mit der Einatmung hier ausdehnen. Die Muskulatur, die hier mega gern verkürzt ist. Schnaufen da drin rein, schieben die Schlüsselbeine in die Breite, öffnen richtig gut. Noch eins, zwei Atemzüge. Den Brustkorb gut ausdehnen. Noch einmal da rein schnaufen. Einatmung, nehmt ihr jetzt eure Arme nochmal hoch über den Kopf. Die Vorderseite richtig schön aufspannen, öffnen. Und dann ausatmen, schwungvoll tief gehen. Einatmen hoch. Vorne aufspannen, das Brustbein zur Decke anheben. Und tief. Genau, elastische Aufspannung auf der Vorderseite. Und spicken. Beim Tiefgehen Bauchspannung. Der Rücken wird schön rund. Machen das noch zweimal. Öffnen und spicken und lösen. Cool. Ich hoffe ganz fest, dass ihr euch gut durchbewegt fühlt, ein bisschen geschmeidig fühlt, dass es euch ein gutes Gefühl gibt im Körper. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Gebt Feedback, schickt Fotos, ja, da weiss ich was. Ich habe Freude, wenn ich weiss, dass ich nicht alleine war. Ich hoffe fest, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und bleibt gesund, hilft euch auf. Danke!